Mein Name ist Oliver Sauerbach, Leiter des Regionalzentrums Niederrhein bei der Westnetz. Wir sorgen in Wesel und an anderen Standorten in der Region mit rund 480 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die sichere Stromversorgung von fast 500.000 Einwohnern. Das Schulungs- und Ausbildungszentrum der Westnetz hier am Standort ist deutschlandweit einzigartig. Für unser Know-how im Bereich der Hochspannungstechnik sind wir international bekannt, sodass wir nicht nur interne, sondern auch externe Kunden hier schulen und deren Betriebsmittel in unserer angeschlossenen Großgerätewerkstatt instand setzen. Bei der Westnetz zu arbeiten, heißt immer aktiv vor Ort zu sein. Wir sind hier an einer Trafostation im Neubaugebiet und wollen unsere Kunden mit Strom versorgen. Das ist für uns das Allerwichtigste, genauso wie der sichere Umgang für Mensch und Umwelt. Meine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik ist echt super. Ich lerne alles über die Grundlagen der Elektrotechnik und würde mich freuen, wenn ich nach meiner Ausbildung bei der Westnetz übernommen werde. Viele denken, dass der Beruf Elektroniker für Betriebstechnik ein reiner Männerberuf ist. Bei der Westnetz ist das nicht so. Hier herrscht Frauenpower. Mein Name ist Daniela Thielemann, ich bin Assistentin im Regionalzentrum Niederrhein. Ich kann meine Arbeitszeit flexibel gestalten und von zu Hause aus arbeiten. So ermöglicht mir Westnetz, Familie und Beruf zu vereinbaren. Von hier aus steuern und überwachen wir die Netze am Niederrhein und in Teilen des Ruhrgebiets. Wenn mal eine Störung auftritt, können wir schnell und sicher auf eine sichere Leitung umschalten und unsere Kollegen vor Ort informieren. Außerdem beobachten wir hier, wie viel regenerative Energie gerade ins Netz eingespeist wird. Das ist wichtig, denn wir müssen Erzeugung und Verbrauch jederzeit im Gleichgewicht halten. Westnetz, wir sind Ihr regionaler Energieversorger hier am Niederrhein. Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen.